Hallo Leute, ich bin's, der Tobs, und in dem Commentary will ich euch mal was erzählen, wieso ich mir keine PS4 Pro geholt habe und ich mich doch dagegen entschieden habe. Denn ich wollte mir vor 2 Wochen schon fast eine holen, ich hab's jetzt aber doch gelassen. Und ich werde euch in diesem Video erklären, wieso und wieso ihr es auch sein lassen solltet, wenn ihr schon eine PS4 habt. Wenn ihr noch keine PS4 habt, dann holt euch die Pro, dann habt ihr halt für ein bisschen mehr Geld, ich glaube 50 Euro mehr als die PS4 Slim ist das, eine wenig leistungsstärkere Konsole. Ja, also ihr habt halt den 4K Blu-ray Player noch drin, verkürzte Ladezeiten. Wenn ihr einen 4K Bildschirm natürlich habt, dann könnt ihr das Ganze, also die Spiele, auch in hochskalierten 4K spielen. Es ist kein natives 4K. Das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Es wird kein natives 4K sein, wenn ihr die Spiele spielt. Das wird zwar oft von Sony angeprangert, beziehungsweise versprochen, dass ihr die Spiele in nativen 4K wiedergeben könnt, aber das ist so gut wie kaum der Fall. Es gibt vielleicht 2, 3 Spiele, die wirklich in nativen 4K wiedergegeben werden können, sowas wie The Last of Us Remastered, weil die Engine halt schon ein bisschen älter ist, aber andere Spiele, wie zum Beispiel Battlefield 1, das, was die meisten halt spielen, oder Rainbow Six Siege, das werdet ihr nicht in nativen 4K spielen können. Und auch nicht die kommenden Spiele. Dafür ist die Leistung einfach viel zu schwach von der PS4 Pro. Auch wenn die, geschweige denn, ein bisschen stärker als die normale PS4 ist. Aber die kommenden Spiele werden kein natives 4K sein. Das wird alles hochskaliert sein. Auch die aktuellen Spiele. Der Großteil der aktuellen Spiele kein natives 4K. Alles hochskaliert. War damals bei der Xbox 360 und PS3 auch so. Wenn ihr 1080p Spiele dort gespielt habt auf PS3 und Xbox 360, alles hochskaliert. War auf gar keinen Fall natives 1080p. Kein natives Full HD. Damals war das genauso. Das ist bei der PS4 Pro auch. Ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr damit 4K Blu-rays gucken könnt. Klar, das ist ein Vorteil. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn ihr einen 4K Bildschirm habt. Dann könnt ihr Blu-rays in nativen 4K gucken. Das ist wirklich natives 4K. Aber nicht die Spiele. Einfach mal bestes Beispiel. Wenn ein Gamer-PC, Battlefield 1, in 4K mit 60 FPS, sagen wir mal ein Gamer-PC für 1500 Euro, wenn der versucht, Battlefield 1 in 4K mit 60 FPS wiederzugeben, wird der wahrscheinlich auch kläglich dran scheitern. Weil das ist eine Sache, das sind Welten zwischen 1080p und 60 FPS. Also 4K und 60 FPS und 1080p und 60 FPS, das sind riesige Welten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das sind Auflösungen, das ist mehr als das Doppelte. Und da muss man einfach mal sagen, und da muss man einfach mal realistisch sein, wie kann denn eine PS4 Pro für 40 Euro, zum Beispiel ein Battlefield 1, in 4K wiedergeben, ganz flüssig wohlgemerkt, zum Schnapperpreis für 400 Euro und ein Gamer-PC, der 1500 Euro kostet, kann das komischerweise nicht ganz flüssig wiedergeben. Da muss man dann schon wieder 2000, 2500 ausgeben, damit er das kann. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Da will Sony euch doch schon ein bisschen verarschen und ich will jetzt nicht PlayStation schlecht reden, für die, die jetzt denken, dass ich das will. Es gibt wahrscheinlich jetzt ein paar, die hier neu auf meinem Kanal sind und mich nicht kennen, dann sagen, PC Master Race Step und gucken das Video wahrscheinlich noch nicht mal zu Ende. Da gibt es genügend von auf YouTube, aber PC Master Race Step bin ich sowieso nicht, weil ich spiele ja fast gar nicht auf dem PC. Ich spiele ja eigentlich so gut wie nur auf der Konsole. Und da bin ich einfach Realist. Ja? Eine PS4 Pro, Vergleich zum Gamer-PC, der Gamer-PC ist viel, viel teurer und kann noch nicht mal 4K-Gaming manchmal wiedergeben, wie zum Beispiel ein PC für 1500 Euro, da müsst ihr schon 2000, 3000 Euro ausgeben, dass ihr einen PC habt, der aktuelle Spiele wie Battlefield 1 in 4K mit 60 FPS oder gar über 60 FPS wiedergeben kann, wenn überhaupt. Da müsst ihr schon ordentlich was an Kohle scheffeln. Also, um das zu kriegen, da müsst ihr schon ein bisschen was für ausgeben. Und dann will Sony damit angeben, in Anführungszeichen, dass sie mit ihrer PS4 Pro für 400 Euro das können? Also bitte, da ist wohl wieder ein bisschen Marketing-Gedöns im Spiel, ja. Meine Konsole, die kann das, aber dein Gamer-PC für 2000 Euro, der kann das nicht, also kauft dir eine PS4 Pro. Genau. Also, was ich damit sagen will, kauft euch keine PS4 Pro, es ist kein natives 4K. Ihr werdet da nicht krass viel Unterschied sehen. Ihr seht ein bisschen Unterschied, aber wirklich nicht viel. Es ist einfach nicht das, wonach es sich eigentlich anhört.
daran merkt man auch, dass viele, die sich eine PS4 Pro holen, auch so technisch besonnen gar keine Ahnung haben. Viele holen sich das und denken, die haben sofort geilere Grafiken auf der PlayStation. Das habe ich schon oft gemerkt. Ich habe ein paar Bekannte, die haben sich eine PS4 Pro geholt. Ja, den muss ich mir holen, da gibt's bessere Grafik drauf. Das ist in 4K, das sieht viel, viel geiler aus. Haben selber aber nur einen Full-HD-Bildschirm. Total dämlich, sowieso schon mal total weltfremd. Ja, sich die PS4 Pro zu holen ohne 4K-Bildschirm lohnt sich überhaupt nicht. Außer, dass ihr vielleicht verkürzte Ladezeiten bei den Spielen habt, weil der Prozessor schneller ist. Und vielleicht mal ab und zu bei manchen Spielen ein paar Frames mehr rausgedrückt bekommt. Aber das war's dann auch schon. Ihr seht davon nicht viel. Ihr selber als ganz normaler Gamer oder gerade die Casual Gamer, die merken das überhaupt nicht. Die merken das überhaupt nicht. Es ist einfach Bullshit. Gerade wenn ihr YouTuber seid und ihr spielt hauptsächlich auf der Konsole, dann lasst sowieso die Finger von der PS4 Pro. Das hat einen wichtigen Grund, denn in der Regel, wenn ihr YouTuber seid, Gaming-YouTuber und nimmt von der PlayStation auf, dann nehmt ihr in der Regel mit einer Game Capture Card auf. Und es gibt einfach keine Game Capture Card für die PlayStation, die man am PC anschließt, die über 1080p 60 FPS aufnehmen kann. Es gibt keine Game Capture Card bisher, die in 4K aufnimmt. Das bringt euch absolut nichts. Die Elgato, die ich hier habe, die Elgato HD60, die nimmt in 1080p 60 FPS in guter Qualität auf, aber nicht in 4K. Kann die nicht. Und es gibt bisher auch noch keine. Also wenn ihr YouTuber seid, lasst von der PS4 Pro auch die Finger davon. Es sei denn natürlich, ihr habt noch keine PS4. Das ist wieder was anderes. Dann holt euch die PS4 Pro, weil wie gesagt, kostet fast dasselbe und ihr habt dann ein bisschen leistungsstärkere Konsole. Aber wenn ihr schon eine habt, lasst bitte die Finger davon. Das wollte ich damit ausdrücken. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von den ganzen PS4 Pro und natives 4K Next-Gen-Gaming-Gedöns. Also, das ist echt, da halte ich nichts von. Also, da muss ich schon sagen, wenn ihr natives 4K-Gaming haben wollt, ordentlich, dann holt euch einen PC. Auch wenn ich momentan so gut wie gar nicht auf dem PC spiele, ist einfach Fakt. Also, haut rein, bis zum nächsten Video. Ich bin's, der Torbsen, und ciao.